Lagebericht von Kire, von Ganti und von Paki aus der Schweiz, aus der Schweizer Netzpolitik-Szene. Die beschäftigen sich mehr oder weniger mit den gleichen Themen, die wir hier in der deutschen Netzpolitik auch schon durchgekaut haben und immer wieder auf Endlosschleife haben. Und nun werden wir von den dreien hören, wie sich das im Nachbarland entwickelt und wie da die neuesten Erkenntnisse sind. Heißt sie willkommen mit mir zusammen. Ja, vielen Dank für die Einführung. Es freut uns sehr, dass wir auch am 36. Chaos Communication Congress euch auf eine Reise durch die Netzpolitik zwischen Bodensee und Matterhorn mitnehmen dürfen. Eure Reiseleiter in der nächsten Stunde sind Simon Gantenbein, Paki Stähli und mein Name ist Erik Schönenberger. Wir sind von der digitalen Gesellschaft. Wir sind eine gemeinnützige Organisation in der Schweiz. Wir kümmern uns um die Themen, die sich aus der Digitalisierung und Vernetzung für die Gesellschaft ergeben. Wir tun dies aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive und wir sind vor allem auch ein Bündnis, ein Zusammenschluss von verschiedensten Organisationen in der Schweiz, die sich um netzpolitische Themen kümmern. Wir legen gleich los auf unserer Reise und ich übergebe an Paki. Ja, vielen Dank. Und wir beginnen unsere Reise quer durch die Schweiz vom Bodensee bis zum Matterhorn in der 8. größten Stadt, nicht unseres Landes, aber dem von Kanada, in Vancouver. Eingeweihte sollten das eigentlich wissen, welches Thema das jetzt geht. Es geht um E-Voting, wie man es offiziell nennt, oder wir sagen Cyber-Voting. Und letztes Jahr mussten wir ja leider berichten, dass eins von zwei zugelassenen E-Voting-Systemen jetzt nicht mehr zugelassen ist, nicht mehr weitergeführt wird. Anscheinend gibt es Kostengründe, weil Sicherheit anscheinend kostet. Wer hätte das gedacht? Es gibt aber auch neue Anforderungen wie die universelle Verifizierbarkeit, die jetzt neu eigentlich für E-Voting-Systeme gilt, der neuen Generation. Und ein Hersteller eines solchen Systems nennt sich Skittle, ist eine Softwarefirma in Spanien und die Schweizer Post betreibt dieses System von Skittle. Nun, Skittle macht eigentlich alles, was das Hackerherz begehrt, von Online-Abstimmungen bis zu diesen Wahlcomputer. Und das gelingt nicht immer. Recherchen der Republik, eine Online-Zeitung in der Schweiz, haben ergeben, dass sie den Auftrag hatten, Wahlen in Ecuador durchzuführen, im Dschungel. Und im Dschungel hat man halt nicht so viel Internet. Und diese Wahlurnen, ja, waren dann etwas bessere Briefbeschwerer. Das heißt, die Scans mussten dann in Spanien ausgezählt werden. Das ging dann relativ schnell, weil sie haben noch ein paar Manager von Skittle dann in Ecuador behalten, als Gäste, versteht sich. Ja, nun, der Druck war groß auf die Post und Skittle, dass das in der Schweiz funktioniert. Also haben gesagt, wir versuchen jetzt irgendwie zu beweisen, dass das System sicher ist. Das ist immer eine gute Idee. Und wir machen also so einen Public Intrusion Test. Ja, der Quellcode musste offengelegt werden, das steht eigentlich auch so in der Verordnung drin. Es wurden ganze 150.000 Schweizer Franken investiert in Bug Bounties. Das ist natürlich ein extrem kleiner Betrag. Ich nehme an, das Gesamtsystem kostet dann 10-120-faches, was auch immer. Und es wurde also dieser Source Code dann offengelegt. Es war eigentlich wie ein Dump, es waren irgendwie drei Commits drin. Und man bekam diesen Code nur gegen ein NDA. Und in diesem NDA stand drin, Schwachstellen dürfen nicht veröffentlicht werden. Man, das ist ja Responsible Disclosure. Das heißt, wenn sich die Post alle 45 Tage meldet, dann bleiben diese Schwachstellen unentdeckt. Nun gibt es kein Sicherheitsinstitut, kein namhafter Forscher, würde sich für so eine kleine Summe da vor den Karten spannen lassen und bei so einem Test überhaupt mitmachen. Und Informationen haben halt irgendwie den Drang zur Freiheit. Ja, und das Gitlist wurde dann sehr schnell von der Klonsignie verteilt. Oder geleakt, wie man so schön sagt. Nun, die Post liest jetzt neu dieses Twitter auch und hat gesagt, ja, wenn es ja schon publik ist, dann kann man es ja nicht mehr leaken.
Das war zum Zeitpunkt, als dieser Tweet geschrieben wurde, natürlich klar, weil da war es ja dann wirklich public. Aber vorher kann man ja nur über das NDA zu diesem Code. Und es verletzt übrigens Copyright, wenn ihr unseren Code da weiterverteilt. Das sah dann auch GitHub so. Sie mussten dann die Repositories, die Klone dann irgendwie runternehmen. Aber nicht schnell genug. Denn durch das Leak wurde erst möglich, dass sich namhafte Sicherheitsforschende auf dieses Thema gestürzt haben. Zum Beispiel die Open Privacy Research Society, jetzt eben halt aus Vancouver. Und stellvertretend dafür Sarah Jamie Lewis, die Direktorin, die sich da in diesen Code reingewühlt hatte. Und sie fand heraus, dass die Implementation der Grundkonzepte dieses E-Votings, die Zero Knowledge Proofs, die hatten alle Fehler drin. Jeder einzelne, every single one. Damit war also das Rückgrat der ganzen Lösung gebrochen. Denn die Zero Knowledge Proofs, die versichern, dass jemand nur einmal abstimmen kann, dass seine Stimme dann richtig gezählt wurde, dass das Gesamtergebnis richtig zusammengezählt wurde. Und ihr Fazit war dann schlussendlich, burning with fire. Das war auch mein Eindruck, als ich mir das System angeschaut habe, als Kryptoleihe. Ich verstehe die ganze Kryptosache nicht, aber ich verstehe, wenn man Kryptoschlüssel lädt, die nicht laden kann und dann irgendwie einen komischen Fallback macht und dann nur irgendwie was ins Log reinschreibt, das niemand liest, so kann ein System nicht zuverlässig funktionieren. Und ich dachte dann, als ich diesen Tweet gelesen habe an dieses Bild, so muss sich wahrscheinlich Sarah dann gefühlt haben. Und nun die Post, die liest jetzt wirklich dieses Twitter, weil ein paar Tage später stellt sich heraus, war nicht so schlimm, Fehler behoben, schwamm drüber. Das Problem ist halt, und als Softwareentwickler weiß ich das, man schreibt eine Zeile Code, um was zu fixen, dann hat man zwei neue Bugs, zumindest bei mir so. Und das Kernproblem war jetzt eigentlich, dass dieses ganze System so live gegangen wäre, hätten wir nicht massiven Druck auf die Bundeskanzlei, auf die Post, aufs Kittel und auf alle anderen Akteure, auf die Parlamentarier, mit denen wir ja wöchentlich geredet haben. Das System wäre so live gegangen, ohne dass jemand von diesen Schwachstellen wussten oder dass Leute von diesen Schwachstellen wussten, aber sie für sich selbst dann beanspruchten. Und an dieses Bild habe ich dann auch noch gedacht, als der Nationalrat, das heißt die kleine Kammer unseres nationalen Parlaments, die große Kammer, Entschuldigung, beschlossen hatte, das E-Voting abzubrechen. Nun, das ist jetzt noch kein Grund zum Jubel, denn die kleine Kammer, der Ständerat, der wird diese Motion dann sicher ablehnen. Und darum ist es auch extrem wichtig, dass ihr die Initiative für das E-Voting-Moratorium, bei der wir eigentlich wollen, dass das E-Voting für die nächsten N Jahre auf Eis gelegt wird und dann der Stand der Technik nochmals angeschaut wird, um zu schauen, gibt es jetzt etwas, wo man ein sicheres E-Voting-System machen kann, damit das nochmals neu evaluiert werden kann. Und weiter geht es jetzt mit Simon auf unsere Reise in Bern. Genau. Ich nehme euch mit nach Bern. Wir sprechen kurz über die AID und als Ort in Bern haben wir diese Türe. Politisch Engagierte von euch werden diese Türe kennen. Diese Türe gehört zum Bundeshaus, zum Parlamentsgebäude. Das ist der Ort, wo man bei Initiativen und Referenden die Unterschriften übergibt. Nun, bei der AID, das war ein Kampf. Ist immer noch ein Kampf. Die Problematik liegt dabei, dass der Bund möchte gerne eine elektronische Identität anbieten, aber es ist umstritten, wie diese Identität gestaltet werden soll und auch wie der Funktionsumfang aussehen soll. Beim Bund gibt es die Ansicht, es sei ein Login, man könne damit E-Commerce betreiben, das ist so ein Anwendungsbeispiel. Klar, bei der AID geht es nicht um das, die AID ist kein Login, sondern es geht darum, dass man gewisse Geschäfte mit einer Ausweispflicht tätigen kann. Zum Beispiel rechtsgültige Verträge abschließen
oder auch bei Unterschriftensammlungen, die könnte man ja auch digital durchführen, dann würde man viel Papier, viel Bäume retten. Unsere Position ist, wir wollen, dass die AID genutzt wird zur politischen Teilhabe und nicht als Login für irgendwelche kommerziellen Produkte. Die Geschichte um die AID ist schon ein paar Jahre alt. Der Bund hat verschiedene Konzepte erarbeitet. Es wurden Konzeptstudien gemacht. Zwei Schlagworte sind in diesen Dokumenten immer wieder vorgekommen. Eine elektronische Identität muss sicher und vertrauenswürdig sein. Ein Konzept, das angeschaut worden ist, ist ähnlich wie in Deutschland beim neuen Personalausweis. Das wurde dann allerdings verworfen und man ist zum Schluss gekommen, die beste Lösung für eine elektronische Identität sei es, dass man das privaten Anbietern überlässt. Man spricht hier von sogenannten Identity Providern. Der Bund hatte vor ein paar Jahren, gab es schon mal ein AID-Projekt, die Swiss ID, nicht wie hier geschrieben, sondern Swiss auf Französisch. Dieses Projekt ist gescheitert. Die Neuauflage ist von einem Konsortium, der Swiss Sign Group. Zu der gehören unter anderem die Post, die SBB, die Swisscom, Banken und Versicherungen. Und die sollen jetzt also für uns diese staatshoheitliche Aufgabe übernehmen, dass wir uns elektronisch im digitalen Raum ausweisen können. Während der Prozess im Parlament gelaufen ist, haben die digitale Gesellschaft, Public Beta und WeCollect eine repräsentative Umfrage erstellen lassen mit der Fragestellung, ja, wer soll dann überhaupt eine solche elektronische Identität anbieten? Und ihr seht, der blaue Balken ist relativ groß. Und wenn wir auflösen, sehen wir, 87% der Befragten wollen eine AID vom Staat, nur 2% von privaten Unternehmen. Allerdings, eine weitere Frage dieser Umfrage war auch noch, ist die AID ein Bedürfnis? Und hier sagten 43% der Befragten, ja, wir möchten in den nächsten 3 Jahren gerne eine elektronische Identität. Diese Umfrage, auch wenn sie von uns in Auftrag gegeben worden ist, ist sehr spannend, weil wir hatten vorhin das Thema sicher und vertrauenswürdig. Und das Verdikt der Bürger ist klar. Das Vertrauen liegt bei einer elektronischen Identität beim Staat und nicht bei Konzernen und Großfirmen. Immer dann, wenn Not am Mann ist, dann versuchen wir politisch Einfluss zu nehmen. Und wenn die Not besonders groß ist, dann leiht sich ein Nerd einen Anzug, weil er besitzt ja keinen, und hängt den Hoodie an den Haken. Und wir haben dann in der entsprechenden vorberatenden Kommission im Parlament versucht, unsere Stimme geltend zu machen. Als kleine Klammerbemerkung, eine Kommission in der Schweiz ist ein Parlamentsausschuss in Deutschland. Also Geschäfte werden, bevor sie im Plenum beraten werden, zuerst in einer kleineren Gruppe vorbesprochen und im Plenum werden Vorschläge erarbeitet. Also das Äquivalent in Deutschland wäre etwa der Ausschuss. Wir hatten auch einige Unterstützer, das sind Parlamentarier. Die haben unser Anliegen nach einer staatlichen und nicht privaten AID unterstützt. Die Unterstützung war allerdings zu knapp. Die Parlamentsmehrheit hat gesagt, uns ist das egal. Wir wollen eine private Lösung mit diesem Swiss-Sign-Konsortium. Und so ist es gekommen, wie es kommen muss, wenn man in der Schweiz mit einer politischen Vorlage nicht zufrieden ist. Man ergreift das Referendum. Und das haben wir dann auch gemacht. Die einen oder anderen von euch kennen die Plattform WeCollect. Mit WeCollect ist es möglich, elektronisch Stimmen zu sammeln, respektive man kann das Unterschriftenformular zu großen Teilen ausdrucken und es ist schon an die richtige Adresse, die richtige Adresse ist schon eingefüllt. Und wir hatten einen Startboost durch das, eine große Mobilisierung und Informationskampagne
am Anfang, die hat gezogen. Wir hatten in wenigen Tagen sehr viele Unterschriften. Doch dann wie immer, wir mussten den klassischen Weg auch noch beschreiten und so sind wir auf die Straße bei Schnee und Regen gegangen und haben bei den einzelnen Bürgern darum gebeten, doch unser Anliegen zu unterstützen. Bei Referenden ist es so, dass man innerhalb 100 Tagen 50.000 Unterschriften sammeln muss. Das ist wirklich harte Knochenarbeit und an dieser Stelle auch herzlichen Dank für all jene, die eine Unterschrift beigetragen haben oder den Unterschriftenbogen in ihrem Bekanntenkreis herumgereicht haben. Wenn die Unterschriften dann zurück im Backoffice sind, dann müssen diese Unterschriften sortiert werden. Die werden an die Gemeinden geschickt. Die Gemeinden bescheinigen dann, dass diese Person in dieser Gemeinde ist. Und danach werden die zurückgeschickt und gezählt. Sehr viel administrativer Aufwand. Hier wäre eine staatliche EID durchaus eine praktikable Lösung, aber leider sind wir noch nicht so weit. Ich kann euch Gutes berichten. Die Referendumsfrist läuft am 16. Januar aus und die Färbedast, sie ist abgehoben. Wir werden nicht nur 50.000 Unterschriften zusammen haben, sondern wir erwarten 70.000 Unterschriften. Wir haben in den letzten Jahren ein, zwei Mal bei politischen Referenden mitgewirkt, auch bei den Überwachungsgesetzen. Dort ging es um Grundsätzliches. Wir wussten von Anfang an, vor dem Volk zu gewinnen wird schwer sein. Hier ist es klar, ihr habt vorhin die Umfrage gesehen. Die Mehrheit will eine staatliche EID und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Abstimmungskampf gewinnen werden und so das Parlament auffordern, eine Neuablage dieses Gesetzes zu machen mit den entsprechenden Änderungen. Jeder, der kommen will, am 16. Januar um 13.45 Uhr in Bern auf der Bundesterrasse werden die Unterschriften in einer feierlichen Zeremonie übergeben und voraussichtlich im kommenden Mai oder September wird dann das Schweizer Volk darüber abstimmen können. Und nun nehmt euch Paki mit an einen ganz speziellen Ort. Ja, wir befinden uns irgendwo in diesem Cyberspace rund um die Schweiz. Es geht um Netzsperren. Seit dem 1. Januar haben wir ein Gesetz, das Geldspielgesetz, welches Glücksspiel und so weiter regelt und Lotterie und so weiter. Und für Politiker sind ja Netzsperren, für Politiker, die uns zuschauen hier, Netzsperren sind in etwa das hier. Ja, ich muss es jedes Jahr sagen, wir haben jedes Mal so ein Symbolbild und ja, wir wissen, dass ihr unser Talk schaut. Aber ja, diese Netzsperren sind jetzt also drin, auf den 1. Juli sollten die starten. Ja, irgendwann mal im Juni war dann die technische Spezifikation veröffentlicht. Es gab da noch so ein paar Probleme, wenn man hier genauer hinsieht. Aber technisch, man wusste ja, dass es kommt und technisch ist es relativ einfach. Wenn meine schöne Webseite.com auf dieser Liste drauf ist, dann wird sie gesperrt, dann bekommt man so eine schöne Stoppseite. Das funktioniert per DNS-Sperren, also werden da DNS-Antworten gefälscht mit allen technischen Unzulänglichkeiten, die da dazukommen. Und ja, von diesen Sperrlisten gibt es praktischerweise zwei davon. Die eine ist von der Eidgenössischen Spielbankenkommission. Man sieht hier auf der linken Seite, rechten Seite, die Domainnamen. Und daneben dann, wann diese Verfügung erlassen wurde. Das wird auch publiziert im Bundesblatt. Und dann haben die Provider dann ein paar Tage Zeit, um diese neuen Einträge einzusetzen. Ihr seht auch, die Liste ist praktischerweise alphabetisch sortiert und nicht nach Datum. Macht es natürlich auch einfacher. Die andere ist von Comlot, der Lotterie- und Wettbewerbskommission. Ist auch hier wieder so ein PDF. Mittlerweile kommen auch Updates rein. Wie ihr seht, es hat da neuere Daten auch drunter. Nun, ich habe mir diese Sites mal angeschaut, als die Liste zum ersten Mal publiziert wurden, irgendwie zwei, drei Tage später. Habe ich mich da durch den Sumpf durchgeklickt und die Listen umfassten, die Liste der ESBK hatte
der Spielbankenkommission, die hatte 39 Einträge von 32 verschiedenen Anbietern. Es gibt so Anbieter, die sind schlau, die machen irgendwie meine schöne Webseite, .com 1 bis 17 und die sind dann halt doppelt drin, aber es geht eigentlich zum gleichen Anbieter. Die Liste von Comlot war ein bisschen umfassender, das waren 65 Einträge mit 29 verschiedenen Anbietern. Und zum Zeitpunkt, als ich die getestet habe, blockierten 20% der Domains mich als Schweizer Benutzer, wenn ich dort zugreifen wollte. Das heißt, ich bekam entweder eine Sperrseite vom Anbieter selbst, du darfst diese Website nicht benutzen, oder ich konnte mir keinen Account klicken, weil das Land Schweiz fehlte in der Aufzählung. Das heißt, wir haben ein Overblocking von 20%. Und wenn wir uns mal sowas anschauen, wie so eine Sperrseite aussieht, nee, Moment, DNS-Server wechseln. So, ich habe ja keine Chance, als Laie dieses Angebot zu benutzen. Und im Gesetz drin steht, dass dies eigentlich nicht gesperrt werden dürfte, weil der Anbieter bietet es ja in der Schweiz nicht an. Aber es geht noch schlimmer. Dieser Sanitär- und Spezialist für Photovoltaikanlagen, der wurde gesperrt. Wahrscheinlich war es irgendeine Fehlkonfiguration, aber wenn man aus der Schweiz auf solobet1.com ging, kam diese Seite. Es war eine Fehlkonfiguration, aber dennoch zeigt es die Problematik, dass da massiv zu viel geblockt wird. Und die Sperren umgehen, ich frage euch jetzt sicher, wie ich überhaupt diese Screenshots machen konnte. Dann geht mal bei eurer Suchmaschine irgendwie DigiGIS und DNS ein, dann findet ihr unser neuestes Angebot. Wir bieten jetzt neu, seit langem Jahr, unzensiert und ohne Login DNS-Server an. Erreichbar nur verschlüsselt, weil das unverschlüsselte DNS, das soll irgendwie ja, an seinen Tod sterben. Wir veröffentlichen auch einen Transparenzbericht. Und nun reisen wir weiter mit Kire. Wir nehmen diesmal die S-Bahn in den Kanton Glarus. Danke. Das nächste Thema ist Netzneutralität. Netzneutralität bedeutet, dass alle Datenpakete im Internet gleichberechtigt übertragen werden. Dies ist ein ganz zentrales Element und eigentlich die Grundlage des Erfolgs des Internets überhaupt. Es ist dieses Innovation without permission Prinzip, nachdem ich niemanden um Erlaubnis fragen muss, ob ich einen Dienst oder eine Dienstleistung im Internet anbieten möchte. Dies ist ein reales Beispiel aus Portugal. Hier wird durch sogenanntes Zero-Rating gewisse Angebote im Internetabonnement respektive im Handyabonnement inkludiert. Für andere muss zusätzlich bezahlt werden. Wir möchten nicht, dass es auch in der Schweiz möglich wird, dass durch entsprechende Angebote die Übertragung für nicht gelistete, also nicht inkludierte Angebote oder Dienste plötzlich ruckelt. Das Thema Netzneutralität beschäftigt uns seit vielen Jahren. Konkret hat es 2013 begonnen, als wir eingeladen waren in eine Arbeitsgruppe des BAKOM, des Bundesamtes für Kommunikation, uns darüber auszutauschen, ob und wie Netzneutralität in der Schweiz reguliert, also in einem Gesetz festgehalten werden könnte. Es waren viele Sitzungen, zähe Verhandlungen über ein ganzes Jahr und wir waren eigentlich immer einen Schritt hinter den Anwälten der Konzerne hinterher, die mehr oder weniger die Themen oder die Unterthemen gesetzt haben. Entsprechend war das Resultat enttäuschend. Es war ein eher harmloser Bericht, der veröffentlicht wurde. Es war mehr oder weniger eine Gegenüberstellung der Argumente der beteiligten Firmen und Organisationen. Es folgte dann ein Bericht, eine Vernehmlassung 2016 und ein Gesetzesentwurf zuhanden des Parlaments 2017. Und basierend auf diesem Bericht des BAKOMs waren dann in diesen Gesetzesentwürfen eigentlich immer nur von Transparenz die Rede. Es wurde nur eine Transparenz
im Sinne für die Netzneutralität vorgesehen. Und das hätte bedeutet, das wäre eine Abkehrung vom Best-Effort-Prinzip gewesen. Man hätte eigentlich eine transparente Diskriminierung geschaffen und wir hätten eine deutlich schlechtere Situation gehabt als heute, als ohne Gesetz. Wir waren dann im November 2017, basierend auf unserer Vernehmlassungsantwort, eingeladen, unsere Position in der vorbereitenden Kommission des Parlaments zu erläutern. Und wir haben diese Gelegenheit bewusst genutzt, um einen eigenen Gesetzesentwurf vorzustellen, wie man in unserem Sinne Netzneutralität festschreiben müsste. Und es ist dann auch tatsächlich Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Die Kommission hat dann basierend auf unserem Vorschlag einen neuen Gesetzesentwurf gemacht und diesen auch beschlossen. Der wurde auch vom Nationalrat angenommen, der großen Parlamentskammer in der Schweiz. Und er kam dann in die kleine Kammer, in den Ständerat, und da wurden Ausnahmen für sogenannte Spezialdienste in die Netzneutralität noch eingeführt. Das war eine ähnliche Diskussion, wie sie auch in der EU geführt worden ist, als es da um die Netzneutralität ging. Und die große Gefahr bestand mit dieser Ausnahme für Spezialdienste, dass der Zweck des Gesetzes wieder ausgehebelt worden wäre. In dieser Phase haben wir sehr stark das Gespräch gesucht, haben uns eingebracht, haben Informationen erarbeitet und diese auch den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zur Verfügung gestellt. Und das Beispiel der Netzneutralität oder dieses Gesetzes zeigt, dass man mit einer gewissen Hartnäckigkeit auch etwas erreichen kann. Und hier schließt sich auch der Kreis zum Kanton Glarus. Ich mag mich erinnern, als in dieser Phase mich spät nachmittags an einem Freitag ein Ständerat aus dem Kanton angerufen hat und er hat das Gespräch begonnen mit: Galazzi, Sie sind mit unserer Arbeit nicht zufrieden. Das Gesetz ist dann im Anschluss beschlossen worden, also es ist Teil des Fernwendegesetzes, ist diese Regulierung zur Netzneutralität. Es gelten Ausnahmen für Spezialdienste, die sind jetzt aber so gefasst, dass diese nur eigene Dienste des Providers umfassen. Also das sind Dienste wie Fernsehen oder Internettelefonie. Das Ganze oder das Gesetz ist ein großer Erfolg für die netzpolitische Community in der Schweiz und es wird ziemlich sicher in der zweiten Hälfte im nächsten Jahr in Kraft treten. Für die nächste Station reisen wir weiter nach Zürich. Genau. Und zwar werden wir uns das Urheberrecht vornehmen. In der Schweiz wurde in diesem Jahr eine Urheberrechtsrevision angegangen. Und bevor wir jetzt in die technischen Details stürzen, eine kleine Vorbemerkung. Man kann in der Schweiz, wenn ein Gesetz im Parlament, bevor es im Parlament ist, kann man sich dazu äußern. Das sind die sogenannten Vernehmlassungsantworten. Da werden Verbände angeschrieben, aber auch jeder von euch kann sagen, mir gefällt das Gesetz oder der Vorschlag aus folgendem Grund nicht. Und beim neuen Urheberrechtsgesetz sind 1200 solche Vernehmlassungsantworten bei der entsprechenden Abteilung angekommen. Das ist schon fast ein DDoS. Genau. Eine der Knacknüsse im neu geplanten Urheberrechtsgesetz war das Leistungsschutzrecht. Das hat der Verband der Schweizer Medien durchgedrückt. Technisch gesehen geht es um eine Vergütungspflicht für journalistische Inhalte. Man kann auch Linksteuer sagen. Also wenn man auf eine journalistische Seite verlinkt, soll man jetzt eine Abgabe zahlen, ähnlich wie man das auch zum Beispiel bei Tonträgern kennt. Dass das Leistungsschutzrecht keine gute Idee ist, sieht man im europäischen Vergleich. Ich habe drei Beispiele. Einerseits das Beispiel aus Frankreich.
Dort wurde ein Leistungsschutzrecht eingeführt und Google sagt, ja, wir möchten da nicht zahlen, sondern wir blenden die Inhalte bei Google News aus. Das zweite Beispiel, in Deutschland wurde auch ein Leistungsschutzrecht eingeführt und als das Gesetz in Kraft war, die erste Handlung war, ja, Google bekommt eine Ausnahme. Also man hat ein Gesetz geschaffen und dem Gesetz gleichzeitig die Zähne gezogen. Das dritte Beispiel ist Spanien. Dort gab es ein Leistungsschutzrecht ohne Ausnahmen und die Konsequenz war, dass der Traffic auf die Newsseiten um 10-15% eingebrochen ist. In der Schweiz hat sich dann während des neuen Urheberrechtsgesetzes im Prozess war eine Allianz gebildet für ein faires Urheberrecht. Hier seht ihr das eine oder andere Logo, das euch vielleicht bekannt vorkommen könnte. Und wir befinden uns jetzt zeitlich im letzten März und da war auch noch etwas anderes europaweit. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Artikel 13 Diskussionen um den Upload-Filter erinnern. Die beiden Urheberrechte haben nichts miteinander gemein, aber dort wurden in der kurzen Zeit 5 Millionen Unterschriften gegen Upload-Filter gesammelt. Also wir in der Schweiz haben mit dem Urheberrecht zu kämpfen, gleichzeitig aber auch auf europäischer Ebene kam da Bewegung ins Spiel. Diese Bewegung hat sich dann in einem europaweiten Streiktag manifestiert und wir haben die Gelegenheit genutzt und in der Schweiz auch eine Demonstration gemacht gegen unser neues Urheberrechtsgesetz und darum sind wir jetzt in Zürich. Es haben sich über 1000 Personen an dieser Demonstration eingefunden, um das neue Urheberrechtsgesetz, gegen das neue Urheberrechtsgesetz zu protestieren. Wenige Tage später wurden wir dann in die entsprechende Kommission im Ständerat eingeladen und wir haben darum gebeten, das Leistungsschutzrecht bitte zu streichen, weil es schlichtweg keinen Sinn macht. Und was ich euch nun zeigen werde, ist ein Video aus dem Ständeratssaal. Hier seht ihr Rudi Noser. Und Rudi Noser war der Kommissionspräsident, also der Vorsitzende dieser Kommission. Und der erklärt dem Plenum, dass man das Leistungsschutzrecht aus dem neuen Urheberrecht entfernt. Zum Leistungsschutzrecht haben wir Anhörungen durchgeführt. Der Berufsverband der Journalisten und die Verleger auf der einen Seite, die Vertreter der digitalen Gesellschaft und die Firma Google auf der anderen Seite. Man kann natürlich immer geteilter Ansicht sein, ob man eine einzelne Firma zu einer Anhörung einladen soll oder nicht. Da es aber beim Leistungsschutzrecht in erster Linie um eine Lex Google geht, haben wir uns in der Kommission ausführlich dazu ausgesprochen und entschieden, Sie in die Anhörung einzuladen. Ich darf Ihnen berichten, dass das Setting des Hearings, also die Vorstellung der Zusatzberichte der Verwaltung, die beiden Experten mit ihrem Wissen und die Diskussion mit den Vertretern der beiden Seiten sehr aufschlussreich war. Und an dieser Stelle möchte ich klar sagen, dass der Rückweisungsantrag eindeutig zur Verbesserung der Qualität des Gesetzestextes beigetragen hat. Das ist natürlich als Präsident nicht einfach, immer so etwas zu sagen, Herr Kollege Bischof. Nun, das neue Urheberrechtsgesetz wurde dann verabschiedet, das Leistungsschutzrecht wurde rausgenommen. Es hätte noch weitere Punkte gegeben, die uns beim neuen Urheberrecht nicht gefallen, aber wenigstens konnten wir einen kleinen Teil davon entfernen. Somit kann man sagen, ein Teilerfolg erzielt. Very nice. Ah, Entschuldigung. Und nun gehen wir zu Kire in den tiefen Kanton Aargau. Ja, wir springen nach Oberwil-Lierli. Das ist diese Gemeinde, die man gut auch rechts umfahren kann. Es geht ums Thema Datenschutzgesetz. Das aktuell gültige Datenschutzgesetz ist von 1992, ist schon etwas in die Jahre gekommen. Es hat bei der Einführung auch schon ein paar Jahre Debatte auf dem Buckel. Das Gesetz befindet sich
gerade in der Totalrevision. Es wird zwischen den Parlamentskammern hin und her verhandelt. Das neue Gesetz soll kompatibel zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung der EU-DSGVO geschaffen werden, damit wir weiterhin zum europäischen Datenraum gehören, dass also personenbezogene Daten frei, grenzüberschreitend übertragen werden können. Und eine Forderung von uns, das Schutzniveau darf im Vergleich zu heute nicht gesenkt werden, das droht an einigen Stellen leider. Das Gesetz ist also sehr wichtig, dass das Gesetz überarbeitet wird, dass es modernisiert wird. Der Parlamentarier aus Oberwil-Lierli, der sieht dies etwas anders. Für ihn ist das Gesetz ein Moloch. Eine solche massive Anhäufung von unsinnigen Vorschriften hätte er noch nie gesehen. Und wir hätten doch, weiß Gott, schon eine große Zahl unsinniger und unnötiger Gesetze. Es lässt sich sagen, dass für SP, Grüne und Grünliberale dass der Entwurf des Gesetzes nicht weit genug geht. Für Bürgerliche ist er zu streng und sie vergessen aber dabei oft, dass die Kompatibilität zur EU-Datenschutzgrundverordnung auch für die Wirtschaft wichtig ist, dass wir das Schutzniveau also an die EU-DSGVO anheben müssen. Und die SVP, sie lehnt das Gesetz komplett ab, weil es da etwas von EU drin hat. Ein aktueller Streitpunkt ist Tracking und Profiling. Das ist eine der großen Debatten, die aktuell in den Räten läuft. Profiling ist, wenn automatisiert personenbezogene Daten ausgewertet werden, um daraus Persönlichkeitsmerkmale oder Verhaltensweisen abzuleiten oder vorherzusagen. Aktuell mit dem gültigen Datenschutzgesetz ist es so, dass wenn eine Einwilligung in ein Profiling erforderlich ist, dass diese nur gültig ist, wenn eine Einwilligung nach angemessener Information freiwillig und ausdrücklich erfolgt ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass eine solche Einwilligung nicht mit der pauschalen Zustimmung in allgemeinen Geschäftsbedingungen oder gar einer Datenschutzerklärung eingeholt werden können. Sicherlich ein eindrückliches Beispiel für ein solches Profiling ist der Skandal um Cambridge Analytica, wo psychologische Profile von 87 Millionen Personen mit Hilfe einer Facebook-App erstellt wurden und diese dann im US-Wahlkampf mit sogenanntem Microtargeting eingesetzt oder verwendet worden sind. Aber auch in der Schweiz gibt es mehr und mehr Bestrebungen. So sind gerade die Schweizer Verlage daran, schrittweise eine Login-Pflicht auf ihren Portalen einzurichten. Sie wollen damit das Geschäftsmodell von Google, Facebook und Co. kopieren und die Persönlichkeitseigenschaften ihrer Leserinnen und Leser zu Geld machen. Die Absicht dabei ist, personalisierte Werbung, aber auch personalisierte Inhalte auszuspielen. Um dieses Profiling geht es also aktuell in der Debatte und es sieht so aus, wie wenn man sich auf einen risikobasierten Ansatz einigen könnte im Parlament. Das heißt, man würde das Parlament, das Profiling in ein Profiling mit hohem Risiko und ein Profiling mit mittlerem oder tiefem Risiko unterscheiden und entsprechend eine solche Zustimmung erforderlich oder nicht. Als Kriterium für ein hohes Profiling ist aktuell vorgesehen, als ein Kriterium, dass die Daten aus verschiedener Herkunft stammen würden. Das ist aber ein schlechtes Kriterium, weil wir ja eben gerade gesehen haben, zum Beispiel beim Skandal um Cambridge Analytica, dass auch eine Datenquelle durchaus ein hohes Risiko beinhalten kann.
Das andere Kriterium ist, dass wenn es sich um einen systematischen und eine umfangreiche Bearbeitung handelt, welche verschiedene Lebensbereiche betreffen würde. Hier ist es aber so, dass gerade diese umfangreiche Bearbeitung eigentlich unklar ist, was wirklich damit gemeint ist. Und auch wenn man sich jetzt auf so einen risikobasierten Ansatz einigen würde im Parlament, würde im Unterschied zur EU-Datenschutzgrundverordnung ein Widerspruchsrecht fehlen. Wir fordern, dass das Gesetz als Ausgleich überall dort, wo keine Einwilligung zum Profiling vorgesehen ist, dass eine einfache Opt-out-Möglichkeit für die betroffenen Personen geschaffen wird. Dass es also möglich ist, diesem Profiling auf einfache Art, indem dass ich ein Häkchen wegnehme, dem widersprechen kann und ich den Dienst aber weiterhin nutzen kann. Und eine solche einfache Opt-out-Möglichkeit würde auch dieser Webseite gut zu Gesicht stehen. Wir reisen weiter nach Luzern. Ja, und in Luzern geht es um den Datenreichtum. Mit Daten lässt sich eigentlich gut Geld verdienen. Mehr Daten führen also zum sogenannten Datenreichtum. Das dachte sich dann auch dieser Herr aus dem Kanton Luzern. Er hatte Kire 22 unaufgeforderte Mails geschickt und konnte dann nicht genau beantworten, beziehungsweise hat nicht geantwortet auf eine Datenauskunft. Und ja, dann hat Kire den Strafantrag gestellt, wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsgesetz. Das ist ja Spamming geht unter unlauterer Wettbewerb. Und er wurde dann verurteilt zu einer Buße von 250 Franken plus Gerichtsgebühren 410 Franken. Das sind dann doch ein paar tausend E-Mails, die man dann weniger verschicken kann, sollte man meinen. Aber kurioserweise ist ein paar Tage nachdem dieser Strafbefehl dann in Kraft getreten ist, auf info@bigbrotherawards.ch von derselben XY Group GmbH dann wieder Spam reingekommen. Man kann sagen, der nächste Strafbefehl wird unterwegs sein. Dass Daten, die man nicht hat, auch nicht geleakt werden können, hat die Swisscom erfahren. Die Swisscom hat ihr Produkt MyCloud, das ist so ein Datenspeicher, Dropbox oder Nextcloud für Arme, natürlich mit Schweizer Präzision und Zuverlässigkeit angepriesen. Und das hieß in diesem Fall, dass 98% der Benutzer ihre Daten nicht verloren haben. Und bei den 2%, bei denen die Daten verloren gingen, gingen dann auch nur 5% dieser Daten verloren. Also war kein Problem, weil in den AGB stand drin, Datenverlust kann es geben. Sie bekamen dann einen Gutschein. Ob sie die dann angelöst haben für dieses Projekt, weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Umentschieden hat sich die Swisscom dann im nächsten Fall, wo sie dann Daten fleißig verteilt hatte. Und zwar haben 3.500 CS-Mitarbeiter die Verbindungsdaten jeweils vom Kollegen bekommen, was ja sicher kein Problem ist, weil Verbindungsdaten sind ja Randdaten, die kann man ja speichern und verteilen und ist ja nichts dran, wenn ich die Freundin meines Kollegen anrufe die ganze Zeit. Das erinnert so ein bisschen am Fall von der Coop Bank, die vor ein paar Jahren Zehntausende Belege dann den Nachbarn zugestellt hat. Ich glaube, war auch irgendwie regional im gleichen Dorf oder so. Das hat sich ja zu netten Gesprächen geführt dann. Dann die UBS hatte Probleme mit USB-Sticks. Das ist erst vor ein paar Wochen jetzt rausgekommen. Eine Mitarbeiterin ist umgezogen nach Deutschland, ist aber bei der UBS geblieben. Und sie hatte dann noch so einen USB-Stick dabei, also das andere war schön gelöscht. Und auf diesem USB-Stick befanden sich noch Daten von Kunden aus Deutschland oder Frankreich. Es gab dann, glaube ich, 2014 so ein paar Hausdurchsuchungen bei Schweizer Bankfilialen in Deutschland, Westdeutschland. Und dann kamen die Daten in den Besitz von der Steuerfahndung. Die gaben sie dann nach Frankreich weiter und ein Franzose hat es geklagt gegenüber der Bank, dass das Bankgeheimnis verletzt worden sei.
Er ist da bis vor Bundesgericht gekommen, dort aber wieder abgeblitzt. Gründe sind noch nicht ganz klar, aber es heißt jetzt, er muss seine Steuern nachzahlen und auch noch die Gerichtsrechnung und sicher noch Anwaltskosten. Ja, der nächste Fall, bisschen kurioser. Wer sich anonym im Netz bewegt, braucht Tor. Ist hoffentlich allen klar. Was er nicht machen sollte, ist in einem Apple Store sich irgendwie am PC einloggen oder das WLAN benutzen. Und weil da gibt es Videoüberwachung und da die Polizei hat die IP-Adresse verfolgt, ist zu zwei Apple Stores gegangen, hat dort Screenshots gemacht von der Videokamera und diese dann ausgedruckt und zu den Akten gelegt, wie man das halt so macht in moderner Polizeiarbeit. Das Problem war jetzt, die Aufnahmen waren ein bisschen schlecht. Also kein Problem, wir haben CSI Zürich, der Unfalltechnische Dienst verfügt über 3D-Vermessung, 3D-Fotografie, 3D-Laserscanner, brauchen sie so, um so Unfallskizzen zu machen. Ja, mit diesen wurde der Beschuldigte dann vermessen, also sie haben ihn so Punkte an die Gelenke geklebt und ihn dann wirklich biometrisch vermessen quasi, den Laden vermessen mit den Kamerastandorten. Und am Schluss war das Resultat für die Untersuchungsbehörde, dass rechtsgenügend erstellt sei, dass jetzt das die Person ist, anhand von diesen 3D-Modellen. Also, wenn ihr Unfug im Internet treibt, bitte nicht in einem Apple Store. Und weiter geht es mit dem letzten Teil unserer Reise. Wir sind schon am Schluss angelangt mit Kire in Zürich. Danke. Ich möchte zum Schluss noch auf einige Veranstaltungen und Treffen hinweisen. Wir haben in diesem Jahr im Februar einen Winterkongress durchgeführt, den es auch im kommenden Jahr im Februar wieder geben wird. Wir werden dann in die Rote Fabrik in Zürich ziehen mit der Neuausgabe, mit der dritten Ausgabe. Und zwar wird diese am Samstag, 22. Februar im kommenden Jahr stattfinden. Es werden wiederum 28 Vorträge und Workshops angeboten werden. Das wird der Winterkongress, soll aber vor allem auch dem Austausch dienen. Das Detailprogramm und Tickets sind ab sofort verfügbar. Im April werden wir dann ein Datenreisenbüro in Zürich eröffnen. Wir ziehen zusammen mit weiteren Vereinen in eine Hacker-Vereins-WG. Da kommen dann auch der CCC Zürich, die Lux und die Schweizerische Gesellschaft für mechatronische Kunst zusammen an diesem Ort in der Nähe der Hartbrücke in Zürich. Dann wird es auch 2020 verschiedene Treffen geben. Speziell hervorgehoben sei hier das Netzpolitik-Treffen am 9. Mai in Bremgarten. Das ist unser halbjährliches Treffen, wo die aktiveren Mitglieder und Organisationen der digitalen Gesellschaft sich einen Tag lang um die Themen besprechen, die im nächsten halben Jahr relevant sein werden. Und nun hier auch am Kongress werden wir gleich im Anschluss an diesen Tag, also um 15.30 Uhr, uns im Lecture Room M2 treffen, wo wir uns auch etwas noch um die Themen vom kommenden Jahr austauschen werden und gemeinsam ins Gespräch kommen werden. Der Lecture Room M2, der ist durch die Glashalle hindurch und dann vor dem Adams-Saal nach rechts. Da werden wir dann gleich im Anschluss an den Tag gemeinsam hingehen. Wir würden uns freuen, möglichst viele von euch da zu sehen. Wir sind aber auch die ganzen 4 Tage vom Kongress hier mit einem Informationsstand vertreten, der ist gleich hier unten unter diesem Saal. Wir würden uns auch da über Besuch freuen. Nun denke ich, haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen und wir stehen zur Verfügung.
Dann danke ich euch dreien recht herzlich für diese Information und diesen schönen Vortrag. Und ihr kennt es, wer eine Frage stellen möchte, 1, 2, 3 Mikrofone im Saal. Und an der Nummer 1 steht bereits jemand. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für diese Zusammenfassung und auch für eure wertvolle Arbeit. Ich habe eine Frage zur EID. Und zwar, wie ihr diesen Kampf gewinnen wollt. Weil wir wissen ja, dass in der Schweiz die Wirtschaftslobby relativ mächtig ist, vor allem bei Abstimmungen, bei Initiativen und bei Referenden. Und die haben vor allem ein sehr starkes Framing, ein sehr starkes Argument. Das heißt, erstens mal Rudi Nose, den wir vorher gesehen haben, der sich von Google überzeugen ließ, nicht für das Leistungsschutzrecht zu stimmen, hat auch gesagt, dass ihr, DigiGas und CCC und alle eigentlich Lobbyarbeit für Google macht, wenn ihr gegen dieses Gesetz seid. Wenn es quasi nicht möglich ist, dass die Schweiz, dass Privatunternehmen sich zusammenschließen können und Identity Provider sind. Weil sonst würde diese Schnittstelle, diese Funktion von Google und Facebook und so weiter angeboten werden. Und das erzählt er an relativ vielen Podien, das habe ich selbst auch schon erlebt, das wird also eine der mächtigsten Argumente sein. Und ich glaube auch das zweite Argument ist, dass natürlich Sie behaupten werden, dass der Staat eine wesentliche Rolle spielt, vielleicht nicht bei der hoheitlichen Herausgabe der EID, sondern vor allem bei der Verifikation der Identität, also dass der Staat ganz stark involviert ist. Das sind so, glaube ich, die zwei Hauptargumente, wo ich mich frage, wie habt ihr da eine Strategie, wie ihr da die Stimmbevölkerung überzeugen möchtet? Weil ich glaube, das Hauptproblem wird auch sein, dass diese 87%, die gesagt haben, sie möchten eine staatliche EID, die zwar schon meinen, aber die müssen zuerst nochmal aktiviert werden. Also ich glaube auch, ein weiteres Problem wird sein, dass hier dass die Indifferenz oder die Gleichgültigkeit der Wählerinnen und Wähler doch relativ groß ist bei dem Thema. Also bei dieser Frage, bei der EID, geht es zunächst mal darum, meines Erachtens, wozu diese EID verwendet werden soll. Mhm. Und aus unserer Sicht ist es ganz klar, es geht um die Überführung der herkömmlichen Ausweisdokumente in die digitale Welt. Das heißt, wir sehen den Bedarf nach einer elektronischen Identifikation oder nach so einem elektronischen Ausweisdokument überall da, wo man sich ausweisen muss. Also das heißt, wenn ich ein Handyabonnement abschließen möchte, wenn ich ein Bankkonto eröffnen möchte oder wenn ich E-Government machen möchte. Aber es geht nicht darum, dass wir ein generelles, allgemeines Login und schon gar nicht ein zentrales schaffen möchten mit einer EID. Und das ist ein unterschiedliches Ziel zu dem, was SwissSign machen möchte oder was Google macht. Wir möchten mit einer EID keine Konkurrenz zu einem Google-Login oder zu einem Facebook-Login schaffen. Das können wir auch nicht mit einem schweizerischen Gesetz. Das ist der falsche Anlaufpunkt. Das könnten wir vielleicht mit internationalen Standards könnte man das machen. Aber nicht mit einer Gesetzgebung in der Schweiz. Da würden sich auch Firmen außerhalb der Schweiz würden sich nicht nach einem schweizerischen Gesetz richten. Oder die würden nicht eine schweizerische EID übernehmen, damit man sich auf ausländischen Diensten anmelden kann. Also es geht hier tatsächlich darum, um diese Dienste, wo es auch wirklich eine Ausweispflicht besteht. Merci. Kurz die Frage an den Signal Angel. Haben wir Internetfragen? Nein, aus dem Internet. Nein, aus dem Internet gab es keine Fragen, aber es waren auch eine Person mindestens aus der Schweiz zuhörend. Das ist doch schön zu hören, dass so viel auch zugeschaut wird, ja. Sehr gut. Wir haben das Zielpublikum ist da, sehr gut. Mikrofon 1, steht noch jemand, bitte? Ja, danke vielmals für den Vortrag. Ich habe auch eine Frage zur EID. Dieser Abstimmungskampf, der wurde hier auch so dargestellt, als wäre das, ja, wir werden das gewinnen. Ich bin unterrichtend an einer Schule und habe junge Studenten.
Wenn ich so auf die Unterstützerliste schaue, dann gibt es da so ein paar Namen, die wirken eher abschreckend. Schweizer Seniorenrat, Verband für Seniorenfragen, Selbsthilfeorganisation für Senioren. Das ist nicht besonders sexy. Wie ist das Narrativ, damit wir die Jungen für dieses Anliegen gewinnen können? Was ratet ihr uns? Also es gibt wahrscheinlich wie zwei Gruppen, die diese EID, so wie sie jetzt verabschiedet worden ist, kritisch sehen. Das sind die eine EID befürworten, aber sagen, dass die Ausrichtung so falsch ist. Also das ist eher so die progressivere Seite. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Leute, und das würde ich jetzt eher die Seniorenverbände dazu zählen, die ganze Digitalisierung eher kritisch sehen und da aus dieser Warte her eine eher ablehnende Position vertreten. Dann noch eine zweite Frage von Mikrofon 1. Inwieweit gibt es Anregungen, da das Konzept von Decentralized IDs mit dieser EID zu verknüpfen? Das heißt, natürlich der Staat als Provider, als Zertifizierer der Identität, aber das Ganze in einen Decentralized ID-Kontext einzubetten. Also dezentralisiert, das ist auch was wir sehen würden. Was wir aber eher als Ansatz sehen würden, ist ein Ansatz, wie er eher auch in Deutschland gemacht wird, dass man also diese beglaubigten Identifikationsmerkmale direkt auf die Ausweisdokumente anbringen würde, zum Beispiel auf eine Smartcard. Und dann hätte man die Herausgabe einer EID gleichzeitig mit der Herausgabe von einem herkömmlichen Ausweisdokument gemacht. Also man müsste da keine eigene Infrastruktur machen, also keine neue zentrale Datenbank, wie sie jetzt beim FEDPOL vorgesehen ist, sondern man könnte das an diesen Stellen, wo jetzt die Identitätskarte hergestellt wird, könnte man auch diese Smartcard mit den beglaubigten Identifikationsmerkmalen bestücken. Man könnte auch ein qualifiziertes Zertifikat gleich anbringen, wo man auch elektronische Unterschriften machen könnte damit. Das fehlt jetzt aktuell im vorgesehenen BG oder im verabschiedeten BGE-ID, fehlt diese Möglichkeit. Und man hätte dann eigentlich auch diese zentralen Infrastrukturen dieser Identity Provider, die bräuchte es mit einem solch einen Ansatz nicht. Wir möchten diese eigentlich weder vom Staat noch von privaten Organisationen betrieben haben. Also eher in Richtung isländische E-Residency. Ja. Danke. Gut, ich sehe soweit jetzt keine Wortmeldung mehr. Dann würde ich sagen, schließen wir den Vortrag. Vielen Dank, Kire, Ganti und Pat. Und